Gesundheit, mit der Seitenhaarkrankheit und mit der Schrankenberg. Und zur Verleihung des dritten Leidensförderpreises. Und zwar an den Schwimmerverein Rengershausen e.V. Herzlich willkommen an alle Mitglieder des Schwimmbadvereins Rengershausen, vertreten durch den Vorstand Ulrich und Tina Nadolny, Klaus-Dieter Gartmoser, Berthold Böhme, Nicole Kuhn, Judy Dietrich und weitere Mitglieder. Michaela Dornseil, die Ehefrau von unserem Berater, Dirk Dornseil, Walter und Angelika Maurer, Birgit Böhme. Und ich denke, Leidensfreund
Dr. Jürgen Föhrenbach und Dr. Jürgen Föhrenbach Auszeichnung verliehen. Der Leidensförderpreis wird jährlich verliehen und ist mit 3.000 Euro dotiert. Es sollen insbesondere Vereine und Einzelpersonen ausgezeichnet werden, die mit besonderem persönlichen Engagement für das Allgemeinwohl in unserer Region in gemeinnützigen oder mittätigen Aufgabengebieten arbeiten. In diesem Jahr würdigt der Lions Club Frankenberg die Arbeit des Schwimmbadvereins Wengershausen e.V. Um das bereitste Schwimmbad in Wengershausen zu erhalten, wurde der Verein ins Leben gerufen. Er wird finanziell mit einem Anteil an den Betriebskosten von der Stadt Frankenberg, der EGF, unterstützt. Dafür betreibt der Verein das Bad als Pächter mit allen Rechten und Pflichten. Neben der finanziellen Unterstützung durch Mitgliedsbeiträge und Spenden ist der Verein vor allem auf das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder und Ortsbewohner angewiesen. Sie machen es möglich, viele Arbeiten in Eigenleistung zu erbringen und die Betriebskosten erschwinglich zu erhalten. Ohne diese Unterstützung gäbe es kein Freibad, kein Treffpunkt und ganz besonders keine Möglichkeit, Schwimmkurse für Kinder anzubieten. In einer Zeit, in der immer mehr Schwimmbäder schließen müssen. Dies alles möchte der Lions Club Frankenberg-Eder mit seiner Auszeichnung unterstützen. Jetzt darf ich Herrn Hess bitten, das Wort auszunehmen. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Frau Wolf-Meyer, liebe Leinsfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem liebe Damen und Herren des Schwimmbadvereines, die ja doch eine tolle Arbeit leisten. Und ich freue mich immer wieder, das vorweg schon einmal sagen, wenn ich einmal im Jahr komme und den vollen Kurs darf, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch einen guten Kaffee dabei, weil das ist ein tolles Team, die das alles sehr, sehr fein machen. Ja, und heute Abend steht das Ehrenamt, meine Damen und Herren. Frau Wolf-Meyer hat es ja gesagt, im Mittelpunkt dabei. Und ich finde es immer wieder schön, dass wir das jährlich hier in diesem Raum durchführen, weil es wirklich ein Raum ist, der Ehre entsprechend auch gerecht wird dabei. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Dann mit dieser musikalischen Begleitung ist es natürlich noch einmal umso schöner. Deshalb ist es ein toller Ort dafür und auch der richtige Ort gerade für diese Auszeichnung, die ja ein Jahr aus immer wieder durchgeführt wird. Ansonsten wird dieser Raum sinnvolles, und ich sage es immer wieder sehr gerne, für die Patenschaften genutzt. Früher haben wir jemanden immer Stadtverordnetenversammlung gehabt, das haben wir ewig lange nicht mehr gehabt, ihr kennt das noch, da war das noch mal so. Und natürlich andere offizielle Veranstaltungen, die hier durchgeführt werden können. Ansonsten ist es der Raum, wo auch die Stadtverwaltung entsprechend Sitzungen durchführt oder Tagungen durchführt oder entsprechend Besprechungen machen. Ja, der Dr. Föhrenbach weiß, die Auszeichnung ist nun etwas, was schon ein Jahr aus. Ich glaube, also bis 1919 dann entsprechend von dem Geld damals zurückgeführt wurde. Und dann haben die Leidensfreunde gesagt, wir werden es weitermachen. Und das finde ich einfach ganz toll und ganz gut. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Service Club haben. Denn es geht darum, dass man dort entsprechend in die Gesellschaft hineinwirkt. Und von daher sind diese Service Clubs natürlich auch für Frankenberg sehr, sehr wichtig. Und heute Abend sind es natürlich die Leidensfreunde, die diese Auszeichnung und das Geld entsprechend auch zur Verfügung stellen, denn es ist ja eine nicht unerhebliche Summe und deshalb kann ich an dieser Stelle schon einmal allen Spendern und Spenderinnen herzlichen Dank sagen, die sich ja ein Jahr aus dafür einsetzen dabei. Und die Entscheidung, die die Leinsfreunde dieses Jahr getroffen haben, finde ich außerordentlich gut, denn die Rengershäuser haben es verdient. Ich will das einfach mal so sagen, ich komme nachher sicherlich noch mal drauf. Und es ist natürlich richtig, dass man ja ein Jahr aus immer wieder engagierte Persönlichkeiten, Einzelpersonen oder auch Vereine entsprechend auszeichnet. Und ich denke, wer etwas Besonderes für eine Gesellschaft leistet, der sollte auch besonders gewürdigt werden dabei. Und dann hat natürlich die Auszeichnung auch noch ein weiteres Ziel, das gesellschaftliche Engagement in den Mittelpunkt zu stellen. Und ohne das geht es gar nicht. Und solche Initiativen sind äußerst löblich und natürlich vorbildlich dabei. Ja, es hat einmal gesagt vor kurzem, mein lieber Günter Weil, du kannst dich sicherlich noch daran erinnern, die Leidensfreunde auch, die erste
ja, förmliche Veranstaltung, wie im Friedrich-Soldat-Forum, der ehemalige Ministerpräsident Volker Bouffier sagte dort zum 50-jährigen Jubiläum, 50 Jahre Leins sind 50 Jahre gelebte Solidarität, Gemeinschaft, Hilfe vor Ort und in der gesamten Welt. Das war so die Aussage, die er tätigte, und das finde ich auch gut. Und da wünsche ich mir, dass Sie dort entsprechend die nächsten Jahre auch weitermachen. Deshalb den herzlichen Dank dafür. Stellvertretend heute Sie, Frau Woltold-Meyer. Wir haben ja heute Morgen schon einmal kurz darüber gesprochen, über diese tolle Auszeichnung. Es ist natürlich eine besonders große Freude für mich als Bürgermeister, dass ein Verein aus Frankenberg ausgezeichnet wird. Aber wir können es auch anderen, das kann ich dazu sagen. Da sind wir immer ganz großzügig dabei, denn dafür sind die Lions-Freunde ja nicht alles Frankenberger, sondern bilden ja die Region ab. Und deshalb wollen wir für diese Region auch entsprechend natürlich einbinden dabei. Ja, und die Auszeichnung geht an einen Verein, der nach eigener Aussage für Freude an der Bewegung steht. Das kann ich nur bestätigen, das ist nämlich wichtig. Wir reden alle über Krankheiten, wo irgendwo etwas ist. Ich denke, wir sollten lieber über Gesundheit, Bewegung, Fitness, diese Dinge reden, die machen viel mehr Freude, als wenn man dort über andere Dinge spricht, die noch negativ in unserer Gesellschaft dabei sind. Bewegung und Sport ist wichtig dabei, und ich kann nur hoffen und mich freuen, dass viele Menschen diesen Sachen entsprechend auch nachkommen. Ja, die Schwimmbäder, Sie sprachen es an, das ist natürlich ein Thema. Viele Schwimmbäder sind in den letzten Jahren geschlossen worden. Wir hatten die Bilanz 2008, 2010. Da sind viele Dorfgemeinschaftshäuser zugemacht worden. Schwimmbäder sind geschlossen worden. Viele Kommunen diskutieren ja ein Jahr aus darüber. Was passiert damit? Wir diskutieren auch wieder über unser Frei- und Hallenbad, denn da muss auch etwas getan werden. Aber dort sind wir mit der Stadtwerke GmbH auf einem guten Weg dabei. Aber wir müssen alle sehen, die nächsten Jahre werden auch finanziell wieder schwierig werden. Das muss man ganz offen dazu sagen. Wir müssen nur die Tageszeitung uns entsprechend anschauen. Aber sehr froh bin ich, dass wir in Deutschland insgesamt im Schnitt pro 14.000 Einwohner ein Schwimmbad haben. Das ist schon mal ganz bezeichnend. Und wenn ich jetzt natürlich auf Rengershausen zu sprechen komme, da muss man dazu sagen, für rund 440 Einwohner existiert dort ein Schwimmbad. Also das heißt, eine ganz große Masse, die ist aber gleich wieder relativieren, weil ich aus eigener Erfahrung auch weiß, auch da gehen nicht nur Rengershäuser hin. Welche aus der Kernstadt, die fahren dorthin, kommen auch welche über der Grenze hinweg und gehen dort schwimmen. Also das heißt, die Sauerländer kommen auch dorthin, wobei man ist ja gerade so an der Grenze dazu, und deshalb finde ich das sehr schön, dass wir dieses Schwimmbad haben. Toll gelegen natürlich in dem Tal, tolle Wiesen dabei, all das ist natürlich schön, aber nur die Infrastruktur ist nicht schön. Es sind die Mitglieder des Vereins, die Jahr ein, Jahr aus immer wieder das Schwimmbad intakt halten, sauber machen und gute Veranstaltungen durchführen. Ich sagte es vorhin schon mal, es gibt immer tollen Kuchen, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern auch wenn man das sieht, wenn dieser Animateur immer da ist, finde ich das so toll. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich mich auch mal auf so einen Teil setze und dort hineinrutsche. Ich habe es bisher immer unterlassen, als Bürgermeister tue ich es nicht mehr. Bis es im Sommer wieder so weit ist, wenn wir wieder mal 30 Grad haben, werde ich sicherlich nicht der Bürgermeister dabei sein. Also eine tolle Quote dabei. Und ich finde es aber wichtig, Schwimmbäder sind eine Daseinsvorsorge, bei allen finanziellen Problemen, die Städte und Gemeinden dabei haben. Denn ich finde es sehr wichtig, dass Kinder in jungen Jahren schwimmen lernen, dass sie auch fit sind, damit sie sich auch dort mal retten können. Oder wenn sie mit Eltern irgendwo in Hotels fahren, wo überall Pools sind, wie schnell kann etwas passieren? Ich denke, da kannst du dir noch viel mehr zu sagen, denn du passt tagtäglich auf, was passiert im Schwimmbad dabei, und hast sicherlich andere Erlebnisse, als ich das nur erahnen kann dabei. Aber diese Freizeitgestaltung gehört natürlich auch dazu, die gehört zu Rengershausen mit dazu, und bitte sich einfach wieder darauf freuen, nächstes Jahr wieder aufzumachen, die Wiesen freizugeben, um dann bei hoffentlich wieder 30 Grad viele, viele Gäste dort entsprechend zu bekommen. Ich möchte natürlich dem Schwimmbadverein schon jetzt herzlichen Glückwunsch sagen. Seid ihr noch nicht ausgezeichnet worden, mein Grußwort ist korrekt. Herzlichen Glückwunsch sagen, weil ich sehe schon, dass wir das von daher hoffe ich auch, dass es dann vergeben wird. Herzlichen Glückwunsch auch im Namen der städtischen Bremen, ich denke auch im Namen des Stadtverordnetenvorstehers darf ich das sagen, für diese wertvolle Arbeit.
Und ich sage es wirklich, Vereine müssen leben von Mitgliedern. Die müssen brennen von den Mitgliedern her, damit man andere Menschen mit hinzubekommt. Auch da wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß, euch viel Spaß dabei, denn dieser Ansporn sollte schon entsprechend wichtig sein und sollte auch entsprechend gefahren werden. Natürlich den Lions-Freunden mit der Präsidentin an der Spitze sage ich vielen herzlichen Dank für dieses Engagement. Bitte machen Sie weiter so. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Und schon jetzt gebe ich einen Ausblick. Kurz, die Adventszeit steht fast bevor. Das geht in einem Rausch jetzt hindurch. Ich wünsche Ihnen schon jetzt alles Gute in diese besinnliche Zeit hinein. Hoffentlich finden wir alle mal Ruhe. Das ist, glaube ich, wichtig, auch vor den Mädchen einmal Ruhe dabei. Denn das sind auch alles Dinge, deren wir uns immer wieder unterliegen und dann natürlich immer wieder mitbekommen, wie ist es auf der Welt. Vor allen Dingen wünsche ich uns allen für 2024 eine richtige Welt. Alles Gute, danke schön. Thank you.
so motiviert wie der Bürgermeister. Ich muss das erstmal ein bisschen alles hier. Aber ich denke, wir kriegen es hin. Sehr geehrte Frau Präsidentin Wolfgang Meyer und Clubmitglieder des Lions Clubs Brandenberg. Sehr geehrter Bürgermeister Hess, liebe Mitglieder des Schwimmbadvereins Bengershausen, Ihrem ersten Vorsitzenden Ulrich Nadolny, unserem Ortsvorsteher Björn Jäger, liebe Gäste, auch ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich zur diesjährigen Verleihung des Lions Förderpreises. Zuerst möchte ich einmal sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, hier heute Abend die Laudatio für unseren Schwimmbadverein überhalten zu dürfen. Bin ein bisschen aufgeregt, das ist meine erste Laudatio, aber habe ich ja schon. Verehrte Clubmitglieder, Sie haben sich genau den richtigen Verein für den Lions Förderpreis herausgesucht. Sie fördern hier einen Verein, der uns Jahr für Jahr eine Oase der Entspannung und Glückseligkeit in unserem Luftkurort erhält. Es gibt einen schönen, etwas abgewandelten Satz: Das kleine Schwimmbad in unserem Dorfe, da wo das Leben noch lebenswert ist. Ich denke, alle kennen die richtigen Textzeilen und an manchen Schlechtwettertagen ist unser liebenswertes Schwimmbad dann auch ein bisschen mehr Kneipe denn Schwimmbad. Der Schwimmbadverein betreibt das Freibad Bengershausen nun schon seit 15 Jahren mit unzähligen ehrenamtlichen Stunden. Ich kann mich noch gut an die Anfänge erinnern. Das Bad stand damals kurz vor der Schließung. Die bis dahin verantwortlichen Stadtwerke Frankenberg und der damalige Bürgermeister Christian Engelhardt wollten das Freibad Bengershausen aufgrund hoher Wasserverluste schließen. Uns wurde allerdings die Chance gegeben, die Undichtigkeiten zu orten und zu reparieren. Was uns dann mit viel Fachwissen und Geschick schließlich auch gelang. Nach vielen Diskussionen und Besuchen verschiedener Fördervereine in den angrenzenden Landkreisen, um Informationen und Modelle zum Betreiben eines Schwimmbads durch einen Verein zu sammeln, entstand schließlich der Schwimmbadverein Bengershausen, der das Freibad dann von den Stadtwerken Frankenberg pachtete und seitdem für den kompletten Betrieb verantwortlich ist. Hier wird so gut wie der ganze Freibadbetrieb in ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Es fing im Frühjahr mit der Herrichtung der Außenanlage an. Danach geht es an die Grundreinigung der Becken, Duschen, Umkleidebereiche und des Kiosks. Das Schwimmerbecken muss zusätzlich jedes Jahr mit einer Spezialfarbe gestrichen werden. Ist das Becken gefüllt, muss die gesamte Technik mit Filteranlage, Umwälzpumpen, Chloranlage, Flockung, Heizung und so weiter in Betrieb genommen werden. Hier können Sie sich vorstellen, dass da nicht alle Pumpen und Geräte nach längerer Standzeit Lust haben, sich sofort reibungslos in Bewegung zu setzen. Hierfür und für die ganze Schwimmbadtechnik mussten sich verschiedene Mitglieder ein enormes Fachwissen aneignen. Außerdem mussten an dem damals 32 Jahre alten Freibad von Anfang an Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, wofür man natürlich wissen muss, was in einem Schwimmbad verbaut werden darf und noch was nicht. Erst letztes Jahr wurde zur Energieeinsparung eine Plane zur nächtlichen Abdeckung des Beckens geschaffen und von den Mitgliedern eingebaut. Ist alles vorbereitet und das Wetter passt, kann es mit der Freibadsaison losgehen. Nun muss für ca. 100 Öffnungstage der Badebetrieb von täglich 10 Stunden organisiert werden. Die Beckenaufsicht, der Kassendienst, der Reinigungs- und Desinfektionsdienst im Sanitär- und Umkleidebereich während und nach dem Badebetrieb, die Betreuung der Technik zur Einhaltung der geforderten Wasserqualität,
wie zum Beispiel mindestens dreimal täglich die Kontrolle der verschiedenen Parameter für das Beckenwasser, die Filterspülung, das Reinigen der Pfahlumfänger oder die Überprüfung der Chlorgasanlage. Außer dem Fachpersonal für die Badeaufsicht ist dies alles ehrenamtlich. An guten Tagen besuchen ca. 400 bis 450 Badegäste das Freibad in Ringershausen, die zum Beispiel auch aus der Kernstadt und den anderen Stadtteilen, den benachbarten nordrhein-westfälischen Grafenshausen und Hallenberg bis Zwischen, wobei man auch sagen muss, Hallenberg hat auch ein eigenes Freibad, die meisten kommen lieber nach uns, aus Lichtenfels, Neukirchen bis Münden und Sachsenberg und vielen anderen Orten der Umgebung zum Baden nach Ringershausen kommen und sich in unserem kleinen Freibad einfach nur wohlfühlen. Dies wird alles gut organisiert sein, denn hier soll jeder mindestens wieder genauso gesund nach Hause gehen, wie er gekommen ist. Zusätzlich werden Feste, wie zum Beispiel das Schwimmbadfest oder das Grafenfest veranstaltet, um noch ein paar Einnahmen für die Finanzierung des Badebetriebs zu generieren. Weiterhin hervorzuheben sind die Angebote von Kursen, wie zum Beispiel Aquafitness und noch viel wichtiger, die Durchführung von Schwimmkursen, bei denen schon viele Kinder im Freibad Ringershausen das Schwimmen lernen wollen. Überhaupt ist unser Freibad ein toller und auch lehrreicher Ort für die Kinder. Sehr viele Familien mit kleinen und großen Kindern kommen in das Ringershäuser Bad, um ihre Kinder an das Schwimmen heranzuführen. Hier gibt es ein toll saniertes Planschbecken, können Familien, die kommen sogar von vier Münden bis nach Ringershausen, nur wegen des Planschbeckens, neben dem Weidenweg auf sich und weiter den Nichtschwimmerbereich, wo die Wassertiefe von 90 cm immer weiter leicht ansteigt. Hier lässt sich hervorragend schwimmen lernen. Und war dann immer schon so, dass die Ringershäuser Kinder dann meistens später beim Schulschwimmsport die Nase vorn hatten. In Ringershausen, im Freibad Ringershausen, wird sehr viel für die Schwimmfertigkeit unserer Kinder getan. Überhaupt ist es ein genialer Ort für die Freizeitgestaltung der Kinder, mit der großen Liegewiese, um sich mit verschiedenen Spielen oder zum Beispiel auf dem Hüpfkissen die Zeit zu vertreiben, wo dann auch mal das Handy außer Acht gelassen wird. Auch besuchen uns über die Ferienzeiten viele Jugendzeltlager aus der Umgebung als willkommene Abwechslung oder so nach so einer Zeltwoche auch mal ein bisschen zur Körperpflege. Und das alles in familiärer Atmosphäre. Hier macht man einen Besuch bei Freunden. Auch die Erwachsenen können sich bei uns in aller Ruhe ein paar Bahnen ziehen, dabei wunderbar entspannen und dazu noch etwas für ihre Gesundheit tun. Immer wieder wird von Landes- und Bundespolitikern die Wichtigkeit des Schwimmenlernens betont. Doch hier werden Kommunen und Fördervereine mit den Kosten allein gelassen. Es gab zwar in der Vergangenheit das Schwimmprogramm des Landes Hessen mit 50 Millionen, was sich erstmal viel anhört. Dabei muss man aber bedenken, die 50 Millionen sind auf 5 Jahre verteilt, also 10 Millionen pro Jahr. Und es gibt ungefähr ca. 440 Bäder in Hessen, wo das Geld dann aufgeteilt werden muss und dann relativiert sich die ganze Sache. Außerdem sind die Förderrichtlinien, wie zum Beispiel verbindlich nachzuweisen, dass das Bad noch 25 Jahre besteht, fast nicht einzuhalten. Dies kann von keinem Förder- und Treiberverein garantiert werden und auch von keiner Kommune. Und somit relativiert sich die ganze Geschichte. Es bleibt zu hoffen, dass der Schwimmbadverein den Badebetrieb und alles, was dazugehört, noch viele Jahre aufrechterhalten kann. Es wird,
wie in vielen anderen Bereichen auch von Jahr zu Jahr immer schwieriger, Leute zu motivieren, um die Herrichtung im Frühjahr, den Badebetrieb im Sommer und die Einwinterung im Herbst zu bekommen. Umso wichtiger ist es, dass der Verein solche Unterstützung wie durch den Lions Club erhält. Denn es sind noch viele Sanierungen und neue Baumaßnahmen an dem mittlerweile 47 Jahre alten Bad, wie zum Beispiel ein Einbau einer Solarthermie oder PV-Anlage durchzuführen. Unterstützung kann auch durch eine Mitgliedschaft, Freibadbesuche und Dienste im Sommer, die Saisonvorbereitung und die Saisonnachbereitung erfolgen. Ich sage immer, ich kenne die Leute berufsbedingt nur nackt und nass. Hier kenne ich die meisten Anwesenden nur angezogen und trocken. Das wird sich ja dann nächsten Sommer ändern, hoffe ich. Nackt und nass, ne? Außerdem gibt es jemanden hier im Raum, der nächsten Sommer ein bisschen mehr Freizeit hat als bisher. Lieber Rüdiger, da wir dich auch nur trocken kennen, haben wir auch einen Preis für dich. Hiermit bist du in der nächsten Saison herzlich willkommen, um die eine oder andere Bahn zu ziehen oder die Schwimmfertigkeiten deiner vier Enkel zu festigen. Thank you.
Die Auszeichnung ist mit 3.000 Euro dotiert. Der Schwimmbadverein Bremershausen e.V. ermöglicht durch das ehrenamtliche Engagement und die Unterstützung seiner Mitglieder den Erhalt des Schwimmbades als Pächter mit allen Rechten und Verpflichtungen. Die Mitglieder des Vereins sorgen für die Pflege der Becken, Grünanlagen und Gebäude, den Betrieb des Kiosks, für die Badeaufsicht, ganz besonders für das Anbieten von Schwimmkursen und vielen alltäglich anfallenden Arbeiten. Der Leidensclub Frankenberg-Eder würdigt dieses ehrenamtliche Engagement ganz besonders in Zeiten, in denen immer mehr Schwimmbäder geschlossen werden und viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht mehr schwimmen können. Mit dem Leidensförderpreis, um den Verein für zukünftige Aufgaben finanziell zu unterstützen. Frankenberg, den 16. November 2023. Gratuliere ganz herzlich. Und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß, Freude und Erfolg in Ihrer Arbeit. Und ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement. Danke. Ich mache jetzt ja auch Freude.